Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Surprise Sunday. Herzlich willkommen zu Star Control, wo ich als allererstes mal sagen muss, ach du Scheiße, was ist denn das bitte schön für ein Sound? Ja, also, ich bin mit der Amiga-Version dieses Spiels aufgewachsen und ich muss ganz ehrlich sagen, also der Sound, der ist gefühlt 400.000% besser als dieses, ja, fast schon ekelhafte Gedudel, was wir da gerade hören. Das ist ja grausam. Das ist ja regelrecht grausam. Alter, die Star Control Titelmusik, mit der ich aufgewachsen bin, die war so dermaßen genial und episch. Und wenn ich mir diesen Quatsch hier anhöre, das ist ja, oh, oh Gott. Ja, wir spielen die GOG-Version. Das heißt, ohne Kopierschutz, PC-Version, über DOSBox für aktuelle Maschinen optimiert. Und da ist der Famous Battles of the Urquan Conflict Volume 4. Das kann ich jetzt an dieser Stelle nicht so ganz nachvollziehen, aber na gut. Ja, Professor Zorgs Guide to Alien Etiquette ist quasi die Kopierabfrage von damals. Hätte man jetzt, theoretisch hätte man so ein so ein Code-Rat gehabt, wie man es damals zum Beispiel auch bei The Secret of Monkey Island dabei gehabt hat, und müsste jetzt hier die Wörter einstellen, also hier Sigwumf, Flindo, Disco, Gek. Aber da wir mit der GOG-Version spielen, die ja bekanntermaßen ohne Kopierschutz auskommt, kann ich jetzt einfach eingeben, dass die korrekte Antwort natürlich Let's Play's Better ist. Amerikanisches Tastatur-Layout, ich liebe es. Und wir kommen direkt hier ins Menü. Und jetzt als allererstes mal die Frage, worum genau geht es eigentlich in Star Control? Weil ich möchte euch so ein kleines bisschen in die Lore einführen. Wir werden heute über den Practice Mode, werde ich euch erstmal die Fraktionen vorstellen. Und dann machen wir ein, zwei Runden Melee. Ich habe nämlich definitiv mehr als ein Video zu diesem Spiel geplant und auch zu dem / den Nachfolgern, dann so in den kommenden Wochen mal sehen, wie es so läuft. Okay, Star Control, also wir haben zwei Fraktionen. Wir haben einmal die Allianz und wir haben die Hierarchie. Im Moment beide von Menschen gesteuert, das ändern wir erstmal. So, wir haben hier nämlich die Möglichkeit, wir können von Menschen steuern lassen oder komplett vom Computer. Oder wir nehmen die Cyborg-Steuerung. Cyborg bedeutet, der Mensch ist für den strategischen Teil und die Auswahl verantwortlich und der Computer führt die Raumschlachten durch. Oder alternativ auch noch das Psytron oder Psytron oder wie auch immer. Da ist es quasi genau andersrum. Da trifft der Computer die taktischen Entscheidungen, wie welches Raumschiff schicken wir in die Schlacht oder dann im Full-Game-Modus, den wir definitiv nicht im heutigen Video sehen werden. Das machen wir im nächsten dann. Da führt er die ganzen taktischen Entscheidungen und der Mensch selber spielt halt die Raumgefechte. Aber wir wollen natürlich gegen einen Computer spielen und ich nehme das Rating mal Standard. Opponents suitable for beginner or weakling. Genau das Richtige für uns. Die Sache ist nämlich die, jedes einzelne Raumschiff hat eine Spezialfähigkeit. Also sie haben ihren Standardangriff und noch eine Spezialfähigkeit. Und diese Spezialfähigkeiten auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad, also auf dem, den wir jetzt gerade eingestellt haben, benutzt der Computer diese Spezialfähigkeit nicht, was es uns ein bisschen einfacher macht, erstmal so ein bisschen in den Kampf reinzukommen. So, zurück zum eigentlichen Lore, von dem ich erstmal was erzählen wollte. Allianz und Hierarchie. Dann gehen wir mal in den Practice-Modus. Da sehen wir nämlich schon mal die beiden Fraktionen. Oben ist die Urquan-Hierarchie und unten sehen wir die Alliance of Free Stars, also die Allianz der freien Sterne im Kampf gegen die schreckliche Urquan-Hierarchie. Jetzt die große Frage, wer sind die Urquan? Die Urquan sind sowas wie die absoluten Bösewichte. Das sind quasi die Daleks des Star-Control-Universums. Eine kriegerische Rasse, die ganz viele andere Spezies versklavt hat und quasi in ihren Dienst gezwungen hat. Also diese anderen Raumschiffe, die da noch sind, ne, diese anderen, das Urquan-Schiff ist das erste, der große grüne Kreuzer da. Und die anderen sechs Raumschiffe daneben, das sind quasi die versklavten Rassen, die sie quasi so als Kampfsklaven einsetzen und in ihren Kriegen gegen sich kämpfen lassen. Und die Allianz steht dem halt entgegen. Die versuchen, die Urquan aufzuhalten. Die sind tatsächlich miteinander verbündet und unterstützen sich in diesem gewaltigen Kampf. Und die
einzige Ausnahme zu dieser Kampfsklavengeschichte sind hier diese Maikon, zu denen kommen wir dann gleich nochmal. Das ist die einzige Rasse, die sich willentlich und von sich aus mit den Urquan verbündet hat. Das sind alles so Informationen, die sind für jetzt relativ irrelevant. Aber behaltet die schon mal im Hinterkopf, die werden nämlich wichtig, wenn wir uns dann Star Control 2 zuwenden. Denn Star Control 2 ist im Prinzip das gleiche wie Star Control 1, nur in größer, besser und mit einer gewaltigen, epischen Singleplayer-Storyline, wo dann diese ganzen Beziehungen und Verbindungen und dieses ganze Lore tatsächlich relevant wird. Gut, wir gucken uns erstmal an, wir spielen die Hierarchie. Einfach nur, weil die Hierarchie standardmäßig als Spieler 1 eingestellt ist. Und deswegen gucken wir uns erstmal an, was die denn so können. Und da fangen wir mal, wir fangen einfach vorne an. Das hier ist der Urquan Dreadnought, das quasi das Flaggschiff der Urquan-Flotte. Der sieht auch schon richtig böse aus, ne? Sonst ein richtiges, dickes, fettes Kreuzerschiff, obwohl das letztendlich tatsächlich gar nicht so langsam und manövrierunfähig ist, wie man vielleicht auf den ersten Blick meinen mag. Hat so einen gewaltigen Fusion Blaster, steht es ja auch da unten. Wenn man den abkriegt, das tut schon richtig weh. Ja, ist so vergleichbar von der Art und Weise, wie das Ding funktioniert, so ein bisschen vergleichbar mit dem Photonentorpedo aus Star Trek zum Beispiel oder aus Star Wars auch oder sowas. Und die Spezialfähigkeit des Urquan Dreadnought ist, der kann so kleine Kampfjets, Kampffighter starten. Das kostet ihn dann immer einen Lebenspunkt und dann fliegt dieser Fighter los und jagt das gegnerische Schiff und greift das an. Und irgendwann, wenn ihm dann der Treibstoff ausgeht, kehrt es zum Mutterschiff zurück. Und in dem Moment kriegt der Urquan diesen Lebenspunkt dann auch wieder, den er geopfert hat, um diesen Kämpfer ursprünglich halt loszuschicken. Das werden wir aber alles im Gefecht dann noch sehen. Es gibt so ein paar Spezies, die effektive Gegenmaßnahmen gegen diese Jets haben. Es gibt aber auch einige, die total aufgeschmissen sind, sobald sie gegen einen Dreadnought kämpfen müssen und der seine Fighter losschickt. Und die Urquan, wie gesagt, die großen Bösen, versklaven andere Lebensformen und wollen einfach das Universum beherrschen. Als nächstes haben wir das Maikon Podship. Ich finde das auch schön, wie jedes Spezies, wie jedes einzelne Raumschiff halt wirklich auch so eine Titelmusik hat, als ob wir beim Wrestling oder beim Boxen oder irgendwie sowas in der Art wären. Ich finde das cool. Das Maikon Podship. Die Maikon ist so eine Spezies von, im Prinzip von intelligenten Pilzen, die diese riesigen Brutschiffe haben, diese riesigen, die greifen an, indem sie so riesige Plasmabälle schießen, die dann von sich aus das Ziel suchen. Je länger die fliegen, desto schwächer werden die. Das heißt, aus nächster Nähe ist dieser Einschlag nahezu tödlich. Je weiter du weg bist, je länger du diesem Homing Plasmoid entkommen kannst, desto schwächer wird er dann. Und die Spezialfähigkeit der Maikon ist die Regeneration von Lebensenergie. Die können ihre Crew wiederherstellen. Die Besatzung mit ihr, die Anzahl der Crew ist quasi die Lebenspunkte des Raumschiffs. Wenn es auf Null sinkt, ist das Raumschiff zerstört. Und das macht die halt potenziell richtig gefährlich. So. Auch sehr gefährlich, auch wenn man den schnell unterschätzt, ist das nächste Schiff, der Sparty Discriminator. Was ich sehr interessant finde, weil der, glaube ich, in der Amiga-Version hieß der, meine ich, Illuder. Ja, die Sparty sind eine Bande von Feiglingen, die möchten eigentlich mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben und haben aber bei den Verhandlungen mit den Urquan irgendwie Scheiße gebaut und haben den falschen Vertrag ausgefüllt, irgendwie sowas in der Art, und wollten sich eigentlich auf ihrem Planeten einpferchen lassen unter so einem Schutzschild, dass sie da nicht mehr raus können, weil dann kann ja auch nichts rein und dann sind sie ja für alle Ewigkeiten sicher. Und haben aber irgendwie das falsche Kreuzding gesetzt oder irgendwas und sind dann zack, auf einmal waren sie Kampfsklaven. So ein bisschen das Comic Relief im Star Control Universum. Sehr schnelles, sehr manövrierfähiges Schiff. Schnelle Schussrate, Spezialfähigkeit ist eine zielsuchende Rakete, die sie aus dem hinteren Pod, aus diesem roten Pod mit dem grünen Licht da rausfeuern. Macht ein Furzgeräusch, wenn du sie abfeuerst, zumindest in der Amiga-Version.
Hier in dieser Ural-PC-Version bin ich mir gar nicht so sicher, weil der Sound ist doch sehr. Also ich bin eine andere Soundqualität von diesem Spiel gewöhnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sparti, Eluda oder Discriminator, wie er hier jetzt heißt, ja, in den richtigen Händen, in den Händen von jemandem, der damit umgehen kann, ein richtig tödliches und gefährliches Schiff, weil es halt so unglaublich schnell ist. Der Androscient Guardian ist eins von zwei Transformer-Schiffen in diesem Spiel. Das heißt, sie haben verschiedene Formen, zwischen denen sie im Kampf hin und her schalten können. Die sieht man hier auch wunderbar schön beide im Bildschirm drin. Die Androscient sind eine Rasse aus synthetischen Lebensformen. Ich weiß die genauen Hintergründe gar nicht mehr genau. Ich meine, die sind von Menschen erschaffen worden, deswegen sehen die auch aus wie Menschen. Und wollten aber nicht länger dieses Diener-Dasein fristen, ne, wie man es ja im Allgemeinen so kennt, und haben sich quasi erhoben. Ich weiß es nicht genau. Da bin ich mir sehr unsicher. Greifen quasi mit diesen Seifenblasendingern an. Ja, die blubbern sie so aus ihrem Ding raus und die fliegen dann durchs Weltall, und wenn sie irgendwas treffen, machen sie da Schaden. Die besondere Fähigkeit ist aber die eigentliche Gefahr des Guardians. Da verwandelt er sich nämlich in diese Kugelform und kann Schaden durch Rammen verursachen. Das ist in der Form ist er wesentlich gefährlicher als in der anderen, verbraucht aber konstant Energie. Also er kann die nicht ewig beibehalten, nur so lange, bis sein Energievorrat aufgebraucht ist. Aber die Androscient sind, ja, also ich bin mit denen nie so ganz warm geworden, aber ich komme mit dem Schiff immer noch besser zurecht als mit der anderen Transformer-Klasse in diesem Spiel. Und damit kommen wir dann mal zum nächsten, dem Vux-Intruder. Der ist brandgefährlich. Der hat nämlich gleich drei Eigenschaften. Ja, die meisten haben ja eine Primärwaffe und eine Sekundärwaffe, aber der Vux Intruder ist eines von den Schiffen, die tatsächlich darüber hinaus noch eine besondere Eigenschaft haben. Vux Intruder starten nämlich immer den Kampf in nächster Nähe zum Feind. Das sind so richtige Abfangjäger. Normalerweise starten die Schiffe auf entgegengesetzten Enden des Schlachtfeldes und müssen sich dann erstmal in Reichweite manövrieren. Der Intruder, der startet direkt neben dem Feind und kann, wenn er Glück hat und richtig ausgerichtet ist, kann er quasi sofort loslegen und richtig abfeuern mit seinem Gigawatt-Laser, der zwar nur eine kurze Reichweite hat, aber auch richtig reinknallt vom Schaden her. Und als besondere Fähigkeit hat er dann noch diese komischen Kokons, diese grünen Dinger, die er da hinten rauskackt. Das ist so eine Art Parasitending, die heften sich an gegnerische Raumschiffe dran und rauben denen die Manövrierfähigkeit. Je mehr von diesen Dingern auf deinem Raumschiff sitzen, desto langsamer wirst du und desto schwerfälliger wirst du, um dich zu drehen. Weil der Intruder ist selber kein besonders schnelles und manövrierfähiges Raumschiff, aber dadurch verlangsamt er die Gegner halt dermaßen, dass er die dann doch wieder ausmanövrieren kann. Echt gefährlich, weil gegen den muss man immer aufpassen. Dann haben wir den Illwrath Avenger. Die Illwrath sind eine Spezies von intelligenten Spinnen, und das sagt über die eigentlich schon alles, was über die gesagt werden muss. Deren besondere Fähigkeit ist eine Tarnvorrichtung, also die können sich tatsächlich unsichtbar machen und dann sieht man die auch wirklich nicht mehr. Das Problem dabei ist, du als Spieler siehst dein Schiff halt auch nicht mehr, du weißt auch nicht mehr, wo du bist. Aber die Illwrath, die müssen das nutzen, um mit dieser Unsichtbarkeit möglichst nah an die Gegner ranzukommen. Die Waffe, die sie haben, hat nämlich nur eine sehr geringe Reichweite, aber aus nächster Nähe kann die schon richtig reinknallen. Es ist so eine Art Feuerstrahl, wie man da vorne auch sieht. Aber auch dazu dann im eigentlichen Gefecht nochmal mehr. Und ein kleines Schifflein, was sehr schnell unterschätzt wird, die Umgar-Drohne. Es ist im Prinzip, ja, man könnte schon fast von der Müllabfuhr des Star-Control-Universums sprechen. Also die Umgar-Drohne, die kann vorne so eine Art Antimaterie-Feld erzeugen. Das ist ungefähr nochmal so lang wie das Raumschiff selber, also nicht sonderlich lang. Ihr seht ja schon, die Umgar-Drohne ist mit Abstand das kleinste der Hierarchieschiffe. Aber dieses Feld, wenn da irgendwas reinkommt, dann
wird das relativ schnell vernichtet. Also eher so ein Nahkämpfer. Das Wichtige ist, diese Waffe verbraucht keine Energie. Es ist die einzige Waffe im ganzen Spiel, die fürs Abfeuern keine Energie verbraucht. Das bedeutet, dass die Umgar die quasi konstant aktiviert lassen können. Die können sie nämlich auch so ein bisschen als Schutzschild benutzen, um sich vor gegnerischen Projektilen zu schützen. Es gibt ein, zwei Projektile, die da trotzdem durchkommen, aber die meisten, die werden tatsächlich relativ effektiv davon abgefangen. Also ein guter Umgar-Spieler kann in so einem Kampf einiges reißen. Und das waren die Hierarchieschiffe. Und dann kommen wir jetzt noch zu den Guten quasi. Und da fangen wir mal mit dem Kleinsten an, mit dem Schofixdi die Scout. So ein bisschen an die japanische Kultur angelegt. Die Schofixdi, die sind so Nagetier-ähnliche Kreaturen. Großer Ehrenkodex, kleines Schiff und die besondere Fähigkeit der Schofixdi ist ein Selbstzerstörungsmechanismus quasi im Kamikaze-Stil mit der Absicht, das gegnerische Schiff mit in den Tod zu reißen. Das wird mit höchster Wahrscheinlichkeit unser ungefährlichster Feind dann gleich im Melee sein, denn wie gesagt, auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad benutzt der Computer die Spezialfähigkeiten nicht. Dann der Klassiker. Der Erdlingkreuzer, das sind quasi wir. Das Schöne ist, unsere Spezialfähigkeit ist quasi der perfekte Konter gegen den Ur-Kwan-Dreadnought, weil wir so ein Point-Defense-Lasersystem haben, was aus nächster Nähe alles, was uns zu nahe kommt, quasi mit so Laserstrahlen gezielt anvisieren und zerstören kann. Und das funktioniert unter anderem halt auch wunderbar mit diesen automatischen Fightern, mit diesen automatischen Jets, die der Dreadnought abschicken kann. Und unsere Hauptwaffe ist eine zielgelenkte Rakete. Also den Erdlingskreuzer sollte man nicht unterschätzen. Wenn der es hinkriegt, so auf Abstand zu bleiben, dass du quasi nicht an ihn rankommst und dich dann mit den Raketen zerlegt, das kann schon spielentscheidend sein. Alter, ist das grausam! Der Cyrene Penetrator. Auch was ganz Besonderes. Das ist nämlich das einzige Schiff im ganzen Spiel, das nicht mit voller Crew-Kapazität startet, also quasi nicht mit einem vollständigen Lebensbalken. Und das hat auch einen Grund. Die Spezialfähigkeit der Cyrene ist nämlich, kommt ja vom Wort Sirene, die gegnerische Besatzung quasi anzulocken. Wenn du nah genug dran bist am gegnerischen Schiff, wenn du diese Spezialfähigkeit aktivierst, dann verlassen die Besatzungsmitglieder quasi das Schiff. Und du kannst die einsammeln, um dich selbst damit zu heilen. Dein Gegner hat allerdings die Möglichkeit, seine Besatzungsmitglieder auch wieder einzusammeln, um seine verlorene Lebensenergie quasi wiederherzustellen. Also du musst das möglichst taktisch klug einsetzen, damit du möglichst viel davon hast. Aber es ist halt potenziell, du schwächst den Gegner und stärkst gleichzeitig dich selber. Das ist schon gar nicht so schlecht. Und jetzt kommen wir zu einem meiner persönlichen Favoriten. Dem Arilulalilei Skiff. Das ist so eine fliegende Untertasse. Die hat die besondere Eigenschaft, auch eines der wenigen Schiffe mit drei Eigenschaften. Dieses Schiff hat nämlich die besondere Eigenschaft, dass Trägheit und Schwerkraft und sowas, die sind dem scheißegal. Jedes andere Schiff in diesem Spiel, wenn sich das einmal in Bewegung gesetzt hat am Anfang des Kampfes, dann kannst du aufgrund der Trägheit, du kannst nicht wieder komplett anhalten. Ja, du kannst zwar gegensteuern und schneller oder langsamer werden, oder das zumindest versuchen irgendwie, um dich zu bewegen, aber nur der Skiff, der bewegt sich immer genau so, wie du es haben willst. Der hält auf der Stelle an, der kann auf der Stelle stehen bleiben, zu jeder Zeit sehr manövrierfähig, ist sehr, sehr geil. Für einen geübten Spieler ist es damit auch relativ einfach, gegnerischen Attacken auszuweichen, denn die Spezialfähigkeit ist ein Teleporter. So eine Art Notfallteleport, den kannst du aktivieren, wirst zufällig auf irgendeinen Punkt auf dem Schlachtfeld teleportiert und
höchstwahrscheinlich erstmal relativ weit weg von der unmittelbaren Gefahr, wegen der du den Teleporter überhaupt erst ausgelöst hast. Und die Waffe des Skiff ist ein automatischer Laser. Der hat zwar nur eine geringe Reichweite, aber du brauchst damit nicht mal zielen. Du musst nur nah genug ranfliegen und dann fängst du an zu schießen. Und du triffst. Also, sehr geiles Schiff, ist halt nur nicht sehr ausdauernd. Also, du musst schon gut ausweichen können, um mit dem Skiff wirklich was reißen zu können. So, hier haben wir den das zweite Transformer-Schiff, quasi das Allianz-Transformer-Schiff. Die Mrmrmrm sind eine Spezies von intelligenten Maschinen. Und dieser Transformer hier, der hat zwei gezielte Kampfformen. Und anders als bei einem Androsynth-Schiff können die dazwischen umschalten. Und das kostet dann keine Energie. Also sie brauchen volle Energie, um die Form wechseln zu können. Aber wenn sie die Form erstmal gewechselt haben, brauchen sie keine zusätzliche Energie mehr zuführen, um diese Form beizubehalten. Anders als der Guardian. Dafür finde ich die Form allgemein aber nicht so geil. Also du hast einmal die linke Form, die ist sehr manövrierfähig. Die kann sich wunderbar drehen. Ist aber relativ langsam und hat nur so einen Nahbereichslaser, mit dem sie schießen können. Und die andere Form, die ist verdammt schnell, dafür kaum in der Lage, irgendwie den Kurs zu ändern und sich zu drehen. Und haben als Waffe zielsuchende Raketen. Und der Trick bei diesem Transformer ist halt, effektiv zwischen diesen beiden Formen hin und her zu schalten, je nachdem, was du gerade brauchst, um möglichst viel Schaden anzurichten. Ich bin mit diesem Schiff nie warm geworden. Ich kann mit dem einmal nicht umgehen. Hier haben wir den Jihad Terminator. Die Jihad sind, oder Jihad, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, das sind so, ist so eine Art Vogelmensch. Ja, da ist nicht viel Besonderes dabei. Schnellfeuerkanonen, zwei Stück, nach vorne gerichtet. Die besondere Fähigkeit von denen ist so ein Abwehrschild, der jeglichen Schaden vom Schiff abfängt. Ist aber so eine Timing-Geschichte. Also kannst du ihn jetzt nicht aktivieren und du bist unverwundbar, denn dieser Schild, der kostet konstant Energie. Das heißt, du musst ihn immer dann aktivieren, wenn du tatsächlich Schaden nimmst. Wenn du das natürlich super timen kannst, dann wirst du nahezu unbesiegbar. Aber es gibt halt auch da wieder Konter geben. Gegen zum Beispiel diese Fighter Jets von den Urquan. Ja, weil die so konstant immer wieder auf Schaden geben, dass irgendwann werden deine Schilde keine Energie mehr haben. Aber an sich ein relativ nettes, ausgeglichenes Schiff. Und dann haben wir noch den, ich sag mal, stärksten Pod, das Flaggschiff der Allianz, den Chen Yesu Broodhome. Eine sehr unangenehme Musik, meiner Meinung nach. Die Chen Yesu sind intelligente Kristalle, die sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, andere Völker und Planeten zu unterstützen und zu beschützen. Die Waffe ist so ein Kristall, den sie nach vorne abfeuern können. Und wie weit der fliegt, also der explodiert dann und teilt sich in so fünf Splitter auf, die auch nochmal so quasi so Flächenschaden machen können. Und wie weit der fliegt, wann der explodiert, das kann der Spieler selber bestimmen. Denn wenn du Feuer drückst, dann fliegt dieser Kristall los und wenn du die Taste wieder loslässt, dann explodiert er. Das kannst du entweder auf Nahbereich und relativ viel hintereinander oder eben weit entfernt und den quasi gezielt explodieren lassen. Aber wenn du direkt triffst, ist natürlich noch besser. Und die Spezialeigenschaft der Chen Yesu oder Chen Yesu, ich hab keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, das tut mir leid. Aber die ist auf jeden Fall so eine energiesaugende Kugel, da können sie bis zu vier von erschaffen. Die fliegen dann los, docken sich an das gegnerische Schiff an und bei jeder Berührung saugen sie dem Energie aus. Und machen das damit quasi handlungsunfähig, weil du brauchst Energie fürs Schießen und für deine Spezialfähigkeiten. Wenn du keine Energie hast, kannst du quasi nichts mehr machen. Und die einzigen, die da wirklich was gegen machen können, sind dann die Umga, weil die brauchen keine Energie zum Schießen. Wenn du natürlich gerade mit einem anderen Schiff kämpfst, dann hast du potenziell ein Problem. Also, da haben wir schon fast 25 Minuten geredet, ohne tatsächlich großartig was im Spiel gemacht zu haben. Das ist aber auch ein bisschen Absicht, habe ich ja gesagt. Ich wollte euch so ein bisschen in die Lore, ins Universum einführen. Es wird da definitiv noch weitere Videos geben, um euch das Spiel schön zu präsentieren, weil Star Control ist so ein großer Teil meiner Kindheit. Ich habe dieses Spiel früher gesuchtet, vor allem den zweiten Teil. Und ich will euch einfach
daran teilhaben lassen, wie geil diese Spiele eigentlich sind. So, jetzt mal hier irgendwie raus. Jetzt da. So, wir machen jetzt noch eine Runde Melee. Wie gesagt, da werden wir mit der Hierarchie spielen, weil wir jetzt Spieler 1 sind und da kenne ich zumindest die Steuerung schon mal. Habe ich nämlich vorhin schon mal ausprobiert. Und dann gucken wir mal, wie wir uns schlagen. Vorhin habe ich aufs Maul gekriegt. Vielleicht schlage ich mich ja jetzt ein bisschen besser. Wir machen einfach mal zufällig. Macht der Gegner nämlich auch. So, und jetzt seht ihr schon, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich versuche, mich irgendwie möglichst nah an... Ja, da hat er uns getroffen. Ich muss mal kurz... So, Kursänderung, die halten schon wieder dagegen, die Säcke. Und die sind ungefähr so schnell wie wir, das ist ein Problem. Da seht ihr schon, wie das mit so einem Illrath funktioniert. Ich finde es auch geil, dass man halt diese Piloten sieht. Und man sieht auch... Okay, da hat er jetzt was gehabt, wo er drauf ziehen konnte. Au! Ah, ja. Es gibt Vor- und Nachteile hier gerade. Da wir unsichtbar sind, können die zielgelenkten Raketen natürlich nicht zielgelenkt werden. Problem bei dem Ganzen ist halt, ich finde es auch geil, dass man die Gravitation von diesem Planeten benutzen kann, um sich zu beschleunigen. Das grundlegende... Uiuiui. Das grundlegende Problem ist halt, die sind genauso schnell wie wir. Und das wird auf Dauer nicht gut gehen. Wir werden verlieren. Weil der sich halt so konstant auf Abstand hält, ne? Der kommt nicht, der lässt uns nicht an sich ran. Dementsprechend haben wir leider auch keine Chance, da großartig Schaden zu machen. So, ihr seht links das Gelbe, sind die Besatzungsmitglieder, das ist quasi die Lebensenergie. Und rechts ist die Energie, die für die Waffensysteme benutzt wird. Ja, das war ein scheiß Matchup für uns. Oh, und hier gleich das nächste. Aber da die ja ihre Spezialfähigkeit nicht benutzen, können wir jetzt unsere Jäger einsetzen. Da kommen sie zurück. Normalerweise wäre dieser Erdling da der perfekte Konter gegen uns. Wumms. Aber ihr seht, sobald der Gegner keine Verteidigungsmechanismen dagegen hat, ist da tatsächlich nicht mehr viel los. Ja, das da rechts übrigens ein Urquan. Ne? Ihr seht schon, was das für Monster sind. Ne? Die haben auch eine enorme Reichweite. Oh Gott. Bleibt dieser Ton jetzt da? Das ist natürlich belastend. Ihr seht schon, der Vux Intruder. Oh, ich mach ab hier das Video leiser. So, das sind diese. Jetzt habe ich diese Parasiten losgeschickt. Die sind aber leider nicht angekommen. Aber insgesamt, ich schlag mich wesentlich besser als beim ersten Mal. Oh, das ist sehr unangenehm gerade hier. Aber beim letzten Mal war es tatsächlich auch das Chen-Yesu-Schiff, was mir am meisten Probleme bereitet hat. So. Da hat man jetzt sehr gut gesehen, wie die Arilu uns hier richtig abfertigen können. Ein Pod-Ship und dann auf die Entfernung. Das ist natürlich nicht so schön. Die Mykon müssen ein bisschen aufpassen. Wenn die ausmanövriert werden, können die nämlich auch ihren Schuss selber abkriegen.
Scheiße, das wird doch hier nix. Alter, ist das ein unangenehmes Geräusch. So, wir regenerieren gerade erstmal ein bisschen. Er ist einfach zu schnell. Und da haben wir uns selber getroffen. Das ist wahrscheinlich unser Ende. Es ärgert mich! Wir sind einfach zu langsam. Wir sind zu langsam. Und jetzt wendet sich nämlich das Schlachtenglück. Und da sieht er diesen wunderschönen Schild, von dem ich gesprochen habe. Und jetzt haben wir natürlich nur noch die Chen Yizu als Gegner. Das ist genau der eine, der durch unseren Schild hier durchschießen kann. Yes! Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man die Musik jetzt nicht so wirklich hört. Weil diese ganzen Töne einfach überlappen hier. Das ist furchtbar. Ja, und jetzt habt ihr natürlich den Sparti und den Androsynth gar nicht gesehen. Im Gefecht. Ich würde sagen, dann machen wir nochmal kurz eine Übungsrunde, wo wir die beiden einfach nochmal gegeneinander antreten lassen. Oh, Alter! Das wird immer schlimmer, ne? Warte mal, ich gehe mal ganz kurz raus und starte neu. Und dann machen wir das noch schnell. Oh, so, besser. So, wir kämpfen natürlich wieder gegen den Computer in Standard. Oh, nee, warte. Nein, das war falsch. Ich muss hier nochmal raus. Gegen einen Cyborg wollen wir kämpfen. Dann können wir nämlich selber aussuchen, welches Schiff er spielt. So. Wir wollen jetzt nochmal Androsynth gegen Sparti, weil das sind die beiden, die wir noch nicht gesehen haben. So, und ihr seht, ja, wir werden höchstwahrscheinlich verlieren, weil die Sparti einfach zu schnell sind. Aber ihr seht, es gibt den Modus, entweder einzelne Schiffe gegeneinander antreten zu lassen. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Wir kommen einfach nicht dran. Und das macht den Sparti halt so gefährlich, weil er hat auch so viel... Lebensenergie hat. Und guck mal, unsere Waffen sind nutzlos. Also der wird uns nach und nach vernichten. Aber dann habt ihr zumindest alle Schiffe heute einmal gesehen. Nächstes Mal zeige ich euch dann das sogenannte Full Game. Da haben wir tatsächlich getroffen, ne? Aber gerade fliegen sind wir tatsächlich schneller. Okay. Aber es wird nicht reichen. Ich muss ja nur ein bisschen ausweichen. Oh, 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 oh. Und dann haben wir eigentlich nicht wirklich eine Chance. Und da sieht man schon, wie gefährlich dieses Sparti-Raumschiff werden kann. Ja, mühsam erledigt sich das Eichhörnchen und das dauert ein bisschen, aber also die sind schon nicht ohne. So, richtig ausrichten. Okay, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet gehabt, dass wir die tatsächlich noch erwischen, indem ich mich im richtigen Moment transformiere, aber war auch ein schöner Abschluss. War ein sehr, sehr schöner Abschluss. Das war Star Control für heute. Nächstes Mal gibt's Full Game. Da kommt zu dieser Raumkampfkomponente, die wir ja jetzt schon in zwei Varianten hier gesehen haben, dann noch ein strategischer Teil dazu. Wie genau das aussieht, das seht ihr dann in der nächsten Star Control Surprise Sunday Folge. Ich weiß noch nicht genau wann, vielleicht schon nächsten Sonntag, aber auf jeden Fall in absehbarer Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr über euch freuen. Bis dann.